legst nicht an nächsten Challenge. Zahl raten. Okay, lass mich exakt mal. Moment. Go. Okay. Ja, das war's, das war schon zweimal. Okay. Ich fange an. Ich darf quasi zuerst deine Zahl raten. Genau. Dann sage ich deine. Und dann rechnen wir die Differenz aus und wenn er dran ist. Ja, genau. Wenn näher an der anderen ist. Genau. Übrigens ist es ein Nachteil, zuerst zu sagen. Also eigentlich müsste ich zuerst sagen, wo du gekommen hast. Wieso ist das ein Nachteil? Das ist eigentlich prinzipiell egal, weil eh die anderen Zahlen immer haben. Ich habe eine Zahl. Ja, dann rätst du zuerst. Meine erste? 111. Okay. Stimmt, jetzt kann ich mathematisch theoretisch rechnen. Wie weit du an meiner vorbei bist? Zum Beispiel. Ja, stimmt, dann ist gut. Revidierregel, ne? Es müssen ja nicht alle 5 sein. Nachdenken. 922. 635. Jetzt müssen wir rechnen. Ja, ich hab gewonnen. 911. Ich bin 470 weg, du bist 522 weg. Das stimmt. Deswegen habe ich mir gerade nachgedacht, weißt du? Ich hätte 500 sagen können, hätte ich schon gewonnen. Ja, stimmt schon. Ja. Ich hätte noch ein bisschen die Option eingeladen. 1-0 für mich. Revidierst du? Ja. Wie geil dein Links leuchtet. Deine. So. So, das heißt, du hast 111 gesagt, ne? Und ich habe 450 gesagt. Ja. So, jetzt muss ich ja als erster sein. Ich sag genau. Soundtrack. 117. Okay. Müssen wir hier wieder Ratten da nehmen. Ja? Ja. Ich hab 621 genommen. Ich wusste, dass die Taktik klappt, dass ich zweimal die gleiche Zahl quasi nebeneinander nehme. Ich hab gewonnen. Zweimal tief genommen. Ich war gar nicht so weit weg jetzt gerade, ne? Nein. Was hab ich gerade nochmal gesagt? 600 irgendwas drauf. Ah ja, genau, 613. Und du hattest 200 was? Ne, 100. 100, keine Ahnung. 100xx. Damit habe ich die nächste Challenge gewonnen. Das war schon einfach, ne? Ja. Schade, ich dachte, das hätte man geil aufziehen können.